Hallo und willkommen zu der 23. Folge der 500er-Karte in Supremacy 1914. Wie ihr seht, landet Jukla grad, beziehungsweise sie sind schon gelandet und ich werde euch mal sagen, was in den letzten Stunden passiert ist. Also zuallererst, der große Stack von Jukla, der random auf einmal zu mir kam, ist hier vorbeigegangen und ungefähr, ich weiß nicht mehr genau wie viele Truppen, aber irgendwas mit 60, 50 ungefähr so viele Truppen, wollten hier landen. Das konnte ich abwehren mit einem kleinen Stack und mit Schlachtschiffen, die auf den Stack geschossen haben. Dann wollten hier ungefähr 100 Truppen landen. Davon konnte ich dann insgesamt 60 oder 50.000 Truppen killen. Hallo aus dem Schnitt. Ich merke gerade, dass ich in letzter Zeit sehr oft die Einheiten Meng falsch ausspreche und da möchte ich einmal eine Ergänzung machen. Wenn hier zwei Einheiten stehen, dann meine ich damit 2000 Infanterie und ich wechsle damit immer so ein bisschen. Also 2000 Infanterie sind zwei Einheiten, denn im Spiel entsprechen zwei Infanterieeinheiten 2000 Infanterie, sodass das ein bisschen realistischer ist, dass hier nicht zwei Leute stehen, sondern das spiegelt 2000 Leute da. Das heißt natürlich auch, wenn ich da gerade über 100 Truppen geredet habe, dann meine ich 100.000 Truppen, also 100 Einheiten. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlicher, wie ich das immer meine. Das nur kurz zur Info. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Weiter geht's mit dem Video. Und dann konnten sie leider schon landen, denn ich hatte hier nichts an der Küste. Jetzt landen sie hier und ich versuche mit dem Schlachtschiff so ein bisschen Truppen anzugreifen. Es sind halt leider so viele Truppen, dass ich es nie und nimmer verteidigen kann. Deswegen hier versuche ich irgendwie Zeit zu erkaufen mit diesem Stack, weil hier habe ich schon angegriffen, bevor sie am Anlanden waren. Das werde ich hier auch mal versuchen, aber gut, mit einem Typ hier wird man da nicht so viel schaffen. Ja gut, hier ist eigentlich egal, dieser eine, der kann nichts. Der kann da hier hin. Genau, und ich werde versuchen, mit diesem Schlachtschiff einfach nach und nach so ein paar Truppen hier anzugreifen, einfach um das zu dezimieren. Und dann werde ich irgendwann demnächst mit einem größeren Stack hier einmal rübergehen und dann einmal wieder Borneo zurückerobern. Wie ihr vielleicht auch noch sehen könnt, habe ich Frieden mit Papua. Ja, endlich habe ich Frieden mit Papua geschlossen. Ich habe ihnen angeboten, dass sie alles, was sie erobert haben, behalten können, sozusagen annektieren können und den Rest kann ich dann behalten. Das haben sie dann angenommen, glücklicherweise, und darauf habe ich dann sofort Japan angeschrieben, ob ein Frieden möglich ist mit der Koalition und das haben sie akzeptiert, glücklicherweise. Hier sind nämlich alle Truppen abgezogen worden, beziehungsweise, die haben die ganze KI eingenommen. Und ziehen aber gerade die Truppen zurück. Also anscheinend ist jetzt hier ein Frieden wirklich möglich. Jetzt kann ich mich erstmal aufbauen und das ist echt gut. Jetzt haben sie auch noch gefordert, dass ich alle meine Truppen aus Borneo zurückziehe. Das könnte ich machen. Hier ist jetzt blöd, weil hier ist eine Level-2-Festung. Da würde ich schon gerne so ein paar Truppen haben, um zumindest jetzt nicht alles direkt zu verlieren über Nacht. Weil wenn sie mir Krieg erklären, dann können sie einmarschieren. Aber gut, ich habe jetzt gesagt, ich werde mich zurückziehen und... Das passt jetzt auch ganz gut, jetzt kommt ja auch Jukla gerade und die greifen an und jetzt sieht das so aus, als würde ich zurückziehen, aber in Wirklichkeit verteidige ich meine Küsten, beziehungsweise ich verliere hier gerade meine Provinzen, also es ist alles nicht so optimal, aber es ist jetzt besser, als würde Papua noch irgendwie draufhauen, mit Navy irgendwie. Jetzt muss ich mich nur um die anlandenden Truppen konzentrieren und das ist ganz leicht, finde ich. Es ist nervig, dass es so viele sind und dass es so plötzlich kam, das heißt, ich hatte hier keine wirkliche Chance, irgendwas aufzubauen, aber... Es ist jetzt nicht so schlimm, als würde hier ein 20er Stack von Artis kommen oder auf einmal drei Schlachtschiffe oder so eine größere Armee, die halt ein bisschen kritischer wäre. Das ist ja alles nur Infanterie, das ist nicht so wirklich kritisch. Was kritisch werden könnte, ist dieser große Stack. Der wird schon reichlich beschossen von meinem Kreuzer, der jetzt auch mal die Verfolgungsjagd aufnehmen sollte, weil sonst kommt er hier gleich nicht mehr hinterher. Ich habe ein Eisenbahngeschütz mittlerweile und das schießt auch schon seit mehreren Stunden hier drauf. Sie haben jetzt insgesamt 8 Truppen verloren, das ist nicht wirklich viel. Aber zumindest ein bisschen was. Und die anlandenden Truppen, die werden dann auch zerstört, wahrscheinlich. Denn wenn sie jetzt hier landen wollen, ich weiß nicht, das dauert noch 30 Sekunden, da können wir jetzt noch warten, wo sie hingehen wollen. Zum Beispiel, wenn sie hier hingehen wollen, dann kann ich das gut abfangen. Oder hier. Denn ich habe hier einen großen Stack, der auf dem Weg ist und in 16 Stunden ist der da. Ich hoffe, dass sie bis dahin noch nicht anlanden. Wenn sie anlanden, gut, dann... muss ich entweder Gewaltmarsch machen oder ich muss mir hier was einfallen lassen. Bald kommen auch nochmal zwei Kreuzer. Also es wird hier alles mit der Zeit immer schwieriger für Jukla. Und auf jeden Fall wird das Anlanden sehr, sehr blutig, sage ich mal. Wenn ein Eisenbahngeschütz schießt, drei Kreuzer und nochmal zwei Kreuzer, dann kommen noch ungefähr,
kann das hier mal zusammenzählen. Noch 29 Infanterie an Land, die auch einigermaßen gut moralisiert sind. Und wenn die dann alle dich angreifen, während du anlandest, der wird wahrscheinlich schon 100 Truppen oder so verlieren. Und dann kommt ja auch noch mein Stack und dann werde ich an Land schon gewinnen, glaube ich. Im Krieg gegen die KI läuft es sehr gut. Wir haben ja durch eine Revolte eine Provinz verloren. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Wir konnten hier einigermaßen schnell vorrücken und das ist ja auch bald alles erobert. Und wir haben aktuell Tag 31 und wir stehen immer noch auf Rang 6 mit 64 Siegpunkten. Und das ist immer noch ganz gut. Wir können wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel wachsen. Diese KI wird noch möglich sein, dann kriegen wir ein paar Provinzen, dann vielleicht die KI hier noch. Aber das Wachstum neigt sich so langsam dem Ende zu und dann muss man gucken, was macht man? Ganz ehrlich, eine Idee war, Shangtang anzugreifen, aber das ist jetzt doch nicht so eine große Option. Denn sie haben viel für uns getan und es würde mir wehtun, das jetzt zu machen. Klar, es steht im Raum, aber es würde mir sehr schwer fallen, um es kurz zu fassen. Und der Scheinkrieg mit Shagai läuft immer noch. Sie marschieren hier einzeln in Provinzen ein und ich laufe einfach hinterher. Und ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Das Gute ist, wenn die Provinzen erobert wurden, dann haben die jetzt nicht so viel an Moral verloren. 30%, das ist jetzt okay, aber es ist natürlich ein bisschen nervig. Aber so sieht es noch so aus, als würden wir kämpfen. Ich werde später nochmal nachfragen, ob sie denn jetzt neue Ressourcen bekommen haben. Denn ich würde den Krieg auch so langsam beenden wollen, wenn jetzt keine neuen Ressourcen kommen. Für euch nochmal zur Zusammenfassung. Jukla hat in meinem Video gesehen, dass ich vermutet habe, dass sie Multi-Account haben. Dann sind sie wieder aktiv geworden und haben alles, was sie haben, alle ihre Truppen. Mittlerweile sind das schon fast 1 Million oder sogar mehr. 1 Million Truppen, also 1 Million Infanterie ungefähr, haben sie auf mich geschickt. Und wie ihr seht, landen die auch hier alle und wurden auch zahlreich mittlerweile zerstört. Aber viele konnten landen. Und außerdem versorgen sie zum Beispiel Papua, gehe ich mal davon aus. Sie schenken nämlich Papua sehr viele Provinzen, das alles wurde verschenkt, ohne irgendwelche Verluste. Das ist natürlich ein bisschen blöd für mich, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Also es bringt jetzt nichts, sich darüber aufzuregen, wir müssen in die Zukunft schauen, es bringt halt jetzt leider nichts mehr. Außerdem haben sie meine Allies versorgt mit Rohstoffen als Belohnung, wenn man gegen mich kämpft. Weil sie haben gesagt, wer gegen mich kämpft, bekommt sehr viel Geld, zum Beispiel Shagai hat jetzt insgesamt 500.000 Geld bekommen und irgendwas mit ungefähr 120.000 Ressourcen. Und das ist ja schon einiges und deswegen haben wir gesagt, okay, dann hat ja auch noch Shangtang was bekommen. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, wir faken jetzt einen Krieg, haben 2 Tage lang einen Krieg gefaked. In diesen 2 Tagen habe ich nicht aufgenommen, weil da gab es nichts Spannendes zu sehen. Ich habe halt einfach so ein bisschen Krieg gefaked und so ein bisschen Infanterie getradet, wie ich ja auch schon das vorherige Video euch davon erzählt habe. Und ja, das lief ganz gut. Wir haben sehr viele Ressourcen bekommen und ich glaube, sie haben noch einiges an Geld, aber Ressourcen haben sie nicht mehr so viele. Nur für euch so zur Zusammenfassung. Wie man sieht, kommt Nordangola sehr nah. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine Bedrohung darstellt. Ich glaube, sie wollen einfach nur ihr Blickfeld erweitern. Das können sie auch gern machen. Aber jetzt nicht so, also dieser Speer ist schon wirklich nah. Ich habe jetzt auch hier schon eine Armee platziert. U-Boote könnte ich mal losschicken, damit ich halt so ein bisschen immer in die Ferne gucken kann, ohne dass sie sehen, dass ich in die Ferne gucken kann. Aber ich finde das jetzt schon nicht bedrohlich, aber es ist nervig, weil es kann jetzt über Nacht mit Gewaltmarsch immer irgendwo gelandet werden. Ich habe doch schon geschrieben, aber sie ignorieren mich. Und ich kann da jetzt nichts sagen, weil die sind einfach viel größer als ich. Die haben so viele Provinzen. Und da jetzt gegen die Krieg zu führen, das wäre dumm. In Zukunft ist es wahrscheinlich Pflicht, beziehungsweise es wird verlangt, denn Europa, und mit denen bin ich ja bald alliiert, mit meinem Ally Shagai, und die kämpfen gerade aktuell gegen Afrika und haben hier auch große Erfolge. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Video schon gezeigt habe, aber ich kann das ja einmal zeigen, wie sie hier vorrücken. Das sieht alles ganz gut aus und Afrika ist technisch wahrscheinlich schon besiegt, beziehungsweise alles hier hat nicht mehr so viele Truppen. Spionage hat auch außerdem ergeben, dass sie hier eine große Armee Richtung Nordafrika haben. Da müsste man mal die südlichen Highlands warnen. Aber gut, die kommen ja auch schon an und das ist jetzt nicht so viel. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht so viel warnen. Die sehen das ja schon. Das ist jetzt nicht wirklich viel, was die haben. So sieht das auch nochmal bei meinem anderen Ally aus Para aus. Die sammeln hier fleißig Armeen, weil es gibt nicht so viel zu erobern hier. Die werden wahrscheinlich demnächst auch zu Afrika und dann hier eine gemeinsame Grenze bilden. Und dann wird auch, glaube ich, schon die Koalition erstellt.
Und dann gibt es irgendwann den Endkampf, vielleicht zwischen den Nationen, die gekickt wurden, beziehungsweise Valhalla, und die schließen sich zusammen. Und dann werden wir noch gegen Amerika kämpfen müssen. So sieht das also aus. Gegen Asien weiß ich nicht, da würde ich eigentlich schon neutral bleiben, aber es kann auch sein, dass die wieder aus unbeschreiblichen Gründen irgendwie Krieg erklären. Es kann alles passieren, aber bis dahin würde ich dann sagen, ihr könnt jetzt nochmal hier einen schönen kleinen Angriff von einem Schlachtschiff sehen. Während das hier lädt, gebe ich das Outro und würde dann sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und dann würde ich sagen, habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Ich wünsche euch was. Das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der... Come on, bitte mach jetzt den Tick. In der nächsten Folge...